Unterschied zwischen Khamr und Alkohol. Also der Khamr, wie die Gelehrten sagen, ist eine berauschende Flüssigkeit. Der Khamr ist eine berauschende Flüssigkeit. Und der Khamr ist unrein. Das Problem ist, dass das im Deutschen oft übersetzt wird als Alkohol. Es gibt aber Alkohole, die im Deutschen einfach zu dieser chemischen Familie gehören und deswegen diese Bezeichnung haben. Aber diese Substanz ist keine berauschende Substanz. Also wir reden jetzt nicht von dem Endprodukt, wir reden von diesem Inhaltsstoff. Dieser Inhaltsstoff, der Alkohol genannt wird, wenn du ihn aus diesem Endprodukt entnimmst und ihn alleine hast, ist das eine berauschende Flüssigkeit? Wenn das der Fall ist, dann ist das Khamr und dann ist das unrein. Wenn das aber nicht der Fall ist und diese Substanz an sich nicht berauschend ist, dann ist das auch kein Khamr und somit nicht unrein. Komm متأدباً.